Aber in Hütten wohnet der Mensch und hüllet sich ins verschämte Gewand. Denn inniger ist, achtsamer auch, und dass er bewahre den Geist, wie die Priesterin die himmlische Flamme, dies ist sein Verstand. Und darum ist die Willkür ihm und höhere Macht zu fehlen und zu vollbringen, dem Götterähnlichen. Und darum ist der Güter gefährlichstes die Sprache dem Menschen gegeben, damit er schaffend, zerstörend und untergehend und wiederkehrend zur ewig Lebenden, zur Meisterin und Mutter, damit er zeuge, was er sei, geerbt zu haben, gelernt von ihr, ihr Göttlichstes, die allerhaltende Liebe.